Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Jetzt haben wir endlich diesen blöden Höhleneingang gefunden. Habe ich da ein bisschen blöd angestellt, aber wir haben ihn gefunden. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder rutschen. Naja, rutschen wir einfach mal. Oh, gut. Nächsten ist kalt. Ich hoffe, dass bald wieder ein wärmere Gefilde kommen. Wirkt die auf dich stabil? Stabil genug. Okay, da ist ein Kletterpunkt. Und schon sind wir drüben. Sehr gut. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Oh, komm hoch. Weißt du noch, super vorsichtig? Danke. Bin ich doch. Okay. Oh, okay, alles gut. Sei du mal wieder vorsichtig. Sie haben einen neuen Tagebucheintrag. Sie haben einen Schatz gefunden. Persische Schneiderschere. Gibt es da irgendwas Besonderes? Ne. Irgendwas Eingraviertes vielleicht oder so? Ne, schaut nicht so aus. Junge, der Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Genau, von da drüben sind wir gekommen. Das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen? Na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Hier geht's ziemlich weit runter. Okay. Oh, ist das eine Tür? Sieht so aus, ja. Sieht ganz danach aus. Hier, sieh dir das an. Ja, da beißt ihr bestimmt irgendwas. Was glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Okay. Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies.
Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als dich. Sieh ich ganz nach einem Rätsel wieder an. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two. Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Twos Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Das werden wir bestimmt bald herausfinden. Eine verdammt gute Frage. Kapitel 9. Wer würdig ist? Okay. Oh shit. Sie sieht auch schon ziemlich marode aus, die Brücke. Ich hoffe, dass wir da gut rüberkommen. Na, hier, glaube ich, geht's bloß wieder zurück. Okay. Bis jetzt hat sie gehalten. Berühmte letzte Worte. Da müssen wir mal schnell rüberspringen. Oh, schon okay. Sie hält. Los. Max, komm. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Okay. Schauen wir mal hier hoch. Ich glaube, die sieht besser aus. Oh nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutsch. Okay, ich glaube, wir müssen da hinten auf diese Plattform da hinten. Okay. Es geht noch ganz gut. Also hat Two diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas geschickt. Ja, ich glaube, die Hülle hält nicht mehr lange hier. Den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Okay. Ja, wir werden es bald herausfinden. Okay, das sieht ganz nach Rätsel wieder aus. Ich bin der Oberrätselkönig. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Okay, was könnte das hier sein? Das ist... Raffiniert. Raffiniert. Genau. Kann man wohl sagen. Können wir was drücken? Hier müssen wir was machen bestimmt. Noch ein Hebel. Vorsichtig. Ja, ich zieh nur schnell die Hand da raus. Steck lieber wieder rein. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfung. Ja. Der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Da unten, da ist etwas. Müssen wir hier Wasser vielleicht reinfüllen irgendwie und den Eimer wieder hoch? Okay. Hochtun? Was jetzt? Okay, hier ist Wasser auf jeden Fall. Gehen wir mal einfach da runter. Eimer füllen, okay. Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Schütten ja nicht aus. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. So. Okay, mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Okay, ich glaube, das Rad... Noch die Fragezeichen, muss das ganz nach oben... Also der Eimer muss ganz nach oben. Ach, wir drehen jetzt einfach mal. Warte mal, das ist
der. Wir drehen jetzt erstmal den hier. Okay. Nee, dann drehen wir den mit. Müssen wir so drehen. Okay, okay. Ich glaube, ich verstehe schon. Kreuz, alles klar. Ja, damit den müssen wir wegdrehen. Warte mal. Den drehen wir jetzt da, genau. Jetzt drehen wir. Den hier hoch. Ah, nee, nee, nee. So, und jetzt. Hey, oben hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Ach. Das läuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Dann dreh ich das Kreuz hier wieder weg. Ja, warte mal, jetzt haben wir ja das eh schon eigentlich richtig, glaube ich. Hä? Na also. Hey Sam, war Dismas links von Jesus? Hm, guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Ach, das weiße Kreuz muss links sein. Okay, das große muss oben sein. Das muss hier sein, das muss oben sein. So, und drehen wir die nochmal weg. Das muss da sein. Okay. Jetzt drehen wir den. Ah, den geht es oben wieder weg. Das war's? Hm, du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. Das ist doch falsch. Eieiei. Jetzt ist mir schon klar, dass ich die Kreuze ins Licht bringen muss. Nein, es ist ein Scheiß. Thank you.
Das muss es okay. sein. Okay. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Natürlich. War ein bisschen verwirrend jetzt mit den ganzen. Ja, da musst du eigentlich schon die Kreuze voll in die Position bringen. Was wurde dann genau getestet? Ein Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht einzige. So, schau mal, was hier weitergeht. Hier auf jeden Fall nicht. Wow, sei vorsichtig. So wahr ich hier stehe. Ach nee, hier wollen wir. Ich glaube, dass wir hier rüber müssen. Da. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Jo, komm her. Hey, komm, ich helf dir hoch. Ich komme. Ruf damit ihr. Okay, ich hab hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dann zu kommen. Gute Idee. Mir nach. Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen... Ja, genau. Ja, ich passe auf meinen Arm. Ihr sagt es und versagte. Hier lang. Vielleicht hier durch? Ich sehe hier ein Licht. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. So, gibt's hier irgendwas Schönes außer Skelette? Ne, ich glaube, wir müssen hier weiter. So, da sieht es aus, wenn man da hochklettern könnte. Oh, da sieht es aus, wenn man da durch könnte. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Rafe und Nadine? Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Unsere alten Freunde. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein.
Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag ihnen, sie sollen dich warnen, bevor sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Dann halt nicht. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Sind auf jeden Fall mal richtig pissig, die zwei. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. So, wer hat wohl die Hosen an bei den Zweien? Er nicht. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. So, schauen wir mal weiter. So, ich glaube, da brauche ich meinen Bruder wieder. Na komm. Schneller. Etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Ja, das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Okay, mal schauen. Können wir dahin schwingen? Genau, können wir bestimmt hier lang. Sehr gut. Warte. Staune. Eine Kiste unterwegs. So, dann schieben wir die Kiste hier ran. Geht doch. Okay, erstmal hier lang. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Hey, ich glaube, dort waren wir schon. Da waren wir schon, stimmt, wir sind da oben lang vorher. Müssen wir hier weiter.
Also das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Okay, da ist schon mal eine Kiste zum Schieben. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Hier gibt es auch wirklich viel zur Auswahl. Wird schon schief gehen. Bist du nicht schwerer als die Kiste? Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Wenn wir die Kiste hier ranschieben und uns da runterseilen, müsste es eigentlich funktionieren. Probieren wir es einfach mal. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. So, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir aber Schluss. Wir sind doch schon wieder fast eine halbe Stunde. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.